Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Und wir sind wieder zurück auf meinem Kanal. Ursprünglich wollte ich gerne auf einen Acker drauf, aber die zwei, die mir erlaubt sind, da kann ich nicht mehr drauf. Beziehungsweise will ich auch nicht. Der eine hatte überhaupt kein Problem damit, aber ja, man macht es dann auch ungern, weil er schon eingesät ist. Dadurch, dass jetzt die letzten drei Tage geregnet hat, bin ich regional bei mir unterwegs im Wald. Auch gar nicht mit dem Großhaben mit dem Auto gefahren, sondern wirklich mit dem Fahrrad ein paar Meter. Hinter dem Waldstück Sonnenaufgang. Drohne habe ich dabei. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich die Zeit nutzen soll, wieder Aufnahmen machen werde. Weil irgendwie verliere ich immer so viel Zeit. Aber es ist halt auch das Schöne dran. Okay, da stehst du gut, auch ohne Fahrradschloss. Warum machst du das? Warum? Du hast noch keinen einzigen Pfund und... Ja. Ein geschichtlich relevanter Fund. Sechsundachtziger Signal bei 20 cm. Also, entweder das ist bei meinem Glück eine Mine und dann beende ich glaube ich auch das Video, aber keiner wird es mir hochladen. Wir probieren es. Okay, dann halt was anderes. Wenn ich so mache, kriege ich in den Kopf irgendwie das Sonic-Spiel. Like oben drauf. Irgendwie hat meine Fotofantasie keine Grenzen. Siebziger Signal. Sieht aber immer noch alt aus. Also von dem her
Besser wie alle Schrott. Kann mir jemand sagen, was es ist? Waren hier Bürsten drauf? Ja, irgendwas. Irgendwas wird es schon sein. Da bin ich jetzt gespannt. Das ist ein 30er Signal, aber dafür fast an der Oberfläche. Ja. Eisen. Hallo, meine Schöne. Wenn ihr mit dem Hobby anfangen wollt und es auch filmen wollt, kauft euch keine GoPro. Oder wenigstens nicht die GoPro Hero 7 nach unten. Wie oft die Aussätze hat, unglaublich. Aber dafür ist der Ton hier besser. Ich wollte das für den lieben Trump aufzeichnen. Ich habe das Ende der Welt gefunden. Ist stabil. Das haben bestimmt Jungs gemacht für Mountainbike, oder? Anders kann ich es mir nicht erklären. Zuerst habe ich mir gedacht, seit wann reagiert der Detektor auf Glas? Aber dann war es mir klar. Okay. Oh Leute, was soll ich sagen? Ich habe schon meine eigene Theorie hier aufgestellt. Es sind hier auf jeden Fall römische Wege. Keine Frage, weil das besagt ja der Bayernatlas. Bevor ich mit dem Hobby angefangen habe, habe ich schon vor 5 Jahren festgestellt, dass hier Sondler waren oder Sondler sind in der Umgebung. Meine Theorie, um mich zu beruhigen, warum ich nur noch den Schrott raushole, die haben alles. Die haben einfach die Taschen voll gemacht mit dem wertvollen Zeug und sind weg. Anders kann ich mir nicht erklären. In diesem Sinne, schön trinken beim Hobby und bis zum nächsten Fund. Ich möchte euch von oben mal zeigen, wie die Perspektive ist. Selbst mit meiner neuen Karte sieht man hier diese Wege. Und den Weg bin ich jetzt hier abgelaufen, quasi. Dieser römische Weg führt jetzt von hier nach oben. Und hier war ich. Ja. Muss halt ein bisschen mehr Zeit investieren. Ich mache jetzt noch ein bisschen weiter. Hey Garrett, ich habe ja kein Problem mit deinem kleinen Päuslein, aber wir müssen los. Komm. Der Müll wartet auf uns. Los geht's. Dreißiger Signal. Fast an der Oberfläche. Eine schöne Steinzeitmünze. Okay, Quatsch. 55er Signal. Ja, wenigstens kommen Signale. Das ist schon mal gut. Wieder so ein Oberflächenfund. Das war ein ganz süßer. Der liebe Rocky, den kenne ich persönlich. Ist ein paar Straßen weiter. Ja, die werden sich bestimmt freuen. Den gebe ich das auf jeden Fall zurück. Wobei die mittlerweile bestimmt schon einen neuen haben. Aber trotzdem. Das wollte ich Ihnen geben. Rocky. Ist das eins, wo er verloren hat, oder? Ja. Ja, danke schön. Bitte schön. Ja, okay. Oh je. Das ist, hat aber auch schon länger gelegen, hä? Das war im Wald. Habe ich mit so einem Metalldetektor gefunden. Nee, ein Jagdtrieb ist das. Das spielt noch, ja.
Also erstmal Dankeschön. Ja. 77er Signal. Was das genau ist, I don't know. Habe ich hier aufgefunden. Okay. Interessant. Kennt ihr das, wenn ihr dabei seid und so ein Funkeln und was Goldenes sieht und denkt, also bei mir noch mehr, weil ich ja, ja, egal. Und was kommt raus? Eine schöne, gute, goldene Alufolie. Gerrit? Wo bist du? Ah. Ah, ein Foto willst du. Okay. Wieder so ein Signal. 88. Okay, mal schauen. Ja, das muss doch geschichtlich interessant sein, oder? Kommt da ein Gurt durch, oder? Signal. Das sieht doch interessant aus. Ich würde es zu Hause mal waschen, aber das müsste doch was sein, oder? Frage, wann kriege ich mein Greenpeace-Abzeichen? Also spätestens jetzt möchte ich das Abzeichen. Dass die Römer immer ihren Alu da lassen müssen. Mann, hey. Irgendwie hat das was. Da hinten wächst gar nichts. Und hier? Schön. Ich glaube nicht, dass ich noch so lang mache, weil irgendwie sind schon ein paar Tröpfchen gefallen. Und es geht mir nicht um die Tröpfchen, mir geht es eher um die Bäume, die da hin und her wackeln, weil es ist ja nicht so, dass hier einiges runterfällt. Ich habe mich gerade erinnert. Es war schon sehr, sehr lange her, über 10 Jahre, aber ich war damals schon kamerabegeistert. Also habe ich hier mit Rücksprache, Schule, Förster Co. für ein paar Tage die Bewegungskamera aufgestellt mit so einem Nachtsicht. Ja, da waren ein paar Wildschweine. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das jetzt irgendwo noch finde. Falls ich das finde, blende ich das ein. War sehr interessant. Muss aber in meinen Archiven nachschauen, Schulzeit irgendwo.
zeige euch mal, was ich meine mit. Okay, jetzt hat sich das beruhigt, aber vorhin sah es aus, als würde alles kippen hier. So wie der kleine Ast, da hinten die Äste. Okay, jetzt ist es ein bisschen ruhiger geworden. Irgendwie wollte ich nicht aufgeben. Das war ein sehr kleines Signal, aber auch nicht so tief. Eine kleine Nebennotiz. Habe ich euch schon gesagt, dass hier in der Region öfters Wölfe gesehen wurden? Ja, gut. Die sind ja nicht unbedingt gleich aggressiv. Nur wenn ihr in das Revier eindringt. Ja. So, liebe Sandelfreunde, nun beende ich auch das Video. Für mich persönlich war das ein erfolgreicher Morgen, weil wer das letzte Video gesehen hat, ist auf jeden Fall was Gutes dabei, hoffentlich, wenn nicht. Gut, es war halt nichts Rundes dabei, aber man verbindet ja nicht immer alles mit rund. Ich gehe davon aus, dass die paar Sachen, die ich rausgeholt habe, geschichtlich auch sehr interessant sein könnten. Da müsste ich in der Facebook-Gruppe nochmal nachhaken. Ja, auf jeden Fall hat es mir heute Spaß gemacht. Ich habe wieder den Sonnenaufgang erlebt. Wie man sieht, ist jetzt nichts mehr von der Sonne da. Ich versuche in Zukunft so viele Videos zu machen, wie es nur möglich geht. Aber da jetzt langsam auch der Sommer ansteht, möchte ich auch viel mehr mit meinen Kids auch was unternehmen. Ich persönlich arbeite in einer Wechselschicht und das ist immer ziemlich schwierig, alles unter einem Hut zu bringen. Und Familie ist halt auch wichtig. Deshalb bitte ich um Verständnis, wenn nur alle 2 Wochen ein Video kommt. Oder ich versuche halt die Runden kürzer zu halten und morgens um 6 Uhr will meine Familie von mir auch nichts. Dann gehe ich halt für 2 Stunden raus zum Sandeln und wieder zurück. Auf jeden Fall möchte ich auch die Zeit mit meiner Familie genießen. Bei warmen Temperaturen, auch vormittags. Ja, in diesem Sinne, ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit, für das Feedback, für das freundliche Feedback von euch immer. Schöne Grüße an die neu dazugekommenen Abonnenten und natürlich an die Alteingesessenen. Ich hoffe ja persönlich für mich, dass euch dieses Format in dem Stil auch gefällt. Fotografie, Video und Sandeln. Ich würde mich über positives Feedback freuen, natürlich ein Däumchen nach oben. Und wenn ihr mögt, auch ein Abo dalassen. Ich bedanke mich. Ciao.